So, hallo liebe Freunde von Facebook, von YouTube. Heute möchte ich mal mit euch über spirituelle Themen sprechen. Es ist einfach so, jetzt vor den Bundestagswahlen habe ich mich sehr viel über politische Themen befasst. Habe also auf der politischen Seite, so gut es geht, fürs Gute kämpft. Ja, und jetzt muss man halt einfach schauen, was es hier gibt, also mit den Bundestagswahlen oder so. Ich habe mein Bestes gegeben, ich habe gewählt, ich habe Leute aufgeklärt, ich habe gekämpft, ich habe getan, ich habe gemacht. Mehr kann man nicht machen. Jetzt muss die Sache halt einfach mal laufen, ja. Muss man mal schauen. Auf jeden Fall möchte ich mich jetzt mal mit anderen Themen beschäftigen, also hauptsächlich spirituelle Themen, ja. Zurzeit ist das jetzt wirklich so mein großes Hobby, muss man sagen. Also ich bin begeistert, ja, speziell von Astralreisen. Aber die Spiritualität hat ja ganz viele Themen, also ganz viele Sachen, was es da zu lernen gibt. Das ist ja Wahnsinn, ja. Also es gibt zum Beispiel Meditation, was ich jetzt auch wieder intensiv mache. Also ich gehe jetzt jeden Tag, ich habe jetzt fest vorgenommen, dass ich morgens und abends meditiere, ja. Weil es ist einfach so, es kann ja zum Beispiel sein, also dass man morgens abgelenkt ist von Geräuschen oder so und dann kommt man nicht zum Meditieren, dann muss ich das halt auf Abend verlegen. Manchmal ist es bei mir so, ich bin ja Allergiker, dass ich zum Niesen anfange und dann muss ich dann die Meditation abbrechen und sage, okay, dann verlege ich es halt mal auf abends. Ja, dann gibt es noch die sieben Chakren, das ist auch ein wichtiges Thema, weil das sind diese Energiekanäle im Körper, ja, wo quasi der Astralkörper mit dem physischen Körper quasi verbunden ist. Und diese Kanäle sind auch mit der Zeit durch negative Gedanken, negative Erlebnisse, muss man sich vorstellen, wie verstopft, kann man sich vorstellen, ja, verunreinigt, ja. Und die gilt es wieder frei zu machen, ja, dass also diese Lebensenergie wieder frei fließen kann im Körper. Also auch ein sehr wichtiges spirituelles Thema, ja, also die sieben Chakren. Dann die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse ist wichtig für die Intuition des Menschen, ja, dass man also Dinge klar sieht und auch Dinge voraussieht oder dass man so hat, man so Bauchgefühl, man kann schon was vorausspüren und so. Das hat auch viel mit der Zirbeldrüse zu tun. Also auch ein ganz spannendes Thema. Das ist also ein Organ im Gehirn, das über Jahre durch Fluorid, also Zahnpasta, da ist ja das Fluorid drin, das Gift. Also ich mache das bloß, ich erkläre es jetzt bloß in der Kurzform. Ich kann das jetzt nicht so genau erklären, aber ich verweise da jetzt einfach mal auf die Videos. Zirbeldrüse einfach mal eingeben oder googeln, Zirbeldrüse entkalken, ja. Auch die Dieter Börs, also so, das ist also der Professor in der Sache, also der sich da viel beschäftigt hat, die Macht der Zirbeldrüse von Dieter Börs einfach mal bei YouTube mal eingeben und anschauen. Hochinteressantes Thema, ja. Da geht es also wirklich um Bewusstseinserweiterung, ja. Und wer will das nicht? Also wer will nicht sein Bewusstsein erweitern oder auf einen höheren Stand bringen? Also da müsste normalerweise doch jeder Mensch eigentlich interessiert sein, ja, an seiner Bewusstseinserweiterung. Dinge klar zum Sehen, ja, das Leben klar zum Verstehen, die Menschen zum Verstehen, warum, wieso und auch der Sinn des Lebens, wo sind wir, wo gehen wir hin? Also das ist für mich doch schon was Entscheidendes, also was sehr Wichtiges, auch um selber dann auch zufrieden und glücklicher zum Leben. Ja, um das dreht sich doch. Wir wollen doch alle glücklich sein, ja. Wir wollen doch nicht im Leid leben, ja. Also ich zumindest. Also ich will halt immer, dass es mir gut geht. Und deswegen sind einfach spirituelle Themen also absolut wichtig. Jetzt wird vielleicht manchmal sagen, okay, ja, das sind so esoterische Spinnereien und das ist, was da auch viel Geld macht. Aber ich sage mal so, ich habe selber, erstens mal, habe ich selber, kann mir selber Wissen aneignen. Ich habe selber einen logischen Verstand, ja. Und ich kann eins und eins zusammenrechnen. Und wenn ich sehe, okay, das nützt mir, das dient mir, okay, dann nehme ich das auf. Wenn nicht, dann lehne ich das ab. Und so YouTube-Videos anzuschauen, ja. Ich empfehle vor allem die YouTube-Videos von Higher Mind, ja, von dem Andreas Schwarz und von Marco Hümer. Hümer heißt der, Marco Hümer. Der beschäftigt sich ja hauptsächlich mit Astralreisen. Wirklich, Leute, schaut euch die Videos an. Das kostet euch keinen Cent, ja. Das kostet euch nichts. Und wenn selbst jetzt jemand sagt, okay, das kostet vielleicht Zeit, aber mei, oft hat man doch sonst nichts zum Tun. Und wenn man doch eh gerade im Internet surft, vielleicht hat man Urlaub, vielleicht ist gerade langweilig. Mensch, da guckt euch die Videos an. Also echt super, muss ich echt sagen. Super geile Videos. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist wie gesagt, es gibt so viele spirituelle Themen. Es gibt ja auch, man kann sich auch zum Beispiel über den Buddhismus beschäftigen. Ja, das ist auch so weit.
buddhistische Totenbuch zum Beispiel. Oder der Hampada, ja. Das sind zum Beispiel auch Lektüren. Also man kann auch Lektüren lesen, um sie weiterzubilden. Religionen zum Beispiel, sie informieren, ja. Frei, am besten halt frei von Dogmen. Also, dass man sie nicht auf irgendeine Religion versteift, sage ich immer, sondern einfach, sich einfach über Religionen informieren, ja. Und ich denke halt, also für mich selber, ich empfehle halt die buddhistische Philosophie, ja, Buddhismus, Hinduismus, weil ich der Meinung bin, das sind einfach die friedlichen Religionen und die stehen halt der Wahrheit am nächsten. Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen die Musik, so, jetzt mach ich das ist, so, okay. Ja, wie gesagt, jetzt, das ist so mein Hauptgebiet, also spirituelle Themen. Ich schaue mir sehr viele Videos von Marco Hümer an. Das sind, ich saug die Videos ein, ich kann da gar nicht mehr aufhören. Ich habe angefangen mit dem Video von ihm, Astralreisen zu einem anderen Planeten, wo er dann berichtet hat, dass er über quasi, über andere Dimensionen an andere Planeten gereist ist. Und dort, also mit auch andere Seelen, andere Völker und so weiter, andere Außerirdische zum Beispiel kennengelernt hat und da sehr viel in Erfahrung gebracht hat über den Sinn des Lebens, auch über den Sinn unseres Lebens, ja, was auch unser Seelenplan ist und überhaupt. Also es ist so hochinteressant und das ist absolut logisch, ja, das ist keine Spinnerei. Astralreisen funktioniert, es ist ja so, auch die Wissenschaft erkennt es an, das ist keine Spinnerei, das ist wirklich, das geht. Astralreisen sind eigentlich, kann man sagen, außerkörperliche Erfahrungen. Das ist also so auch so was Ähnliches wie Nahtoderfahrungen. Ja, also auch wenn man so Nahtoderfahrungen macht, dann ist es also quasi, kann man sagen, Astralreise. Meistens aber, ja, meistens hat man bloß eine kurze Astralreise. Man schwebt im Raum, man sieht seinen Körper und so. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ja, wird vielleicht von den Ärzten wieder zurückgeholt, ja, dann kommt man dann wieder in den Körper und wacht dann auf, ja. Aber man kann solche außerkörperlichen Erfahrungen machen durch gewisse Techniken, ohne dass man jetzt kurz vor dem Tod steht. Ja. Und das ist ja das Interessante und das ist ein ganz interessantes Themengebiet. Und wo ich jetzt gerade bei Astralreisen bin, ich möchte jetzt mal euch von meiner Astralreise berichten, die ich mal gehabt habe, aber die war leider nur sehr kurz. Ja. Es ist gar nicht so lange her, da habe ich einen luziden Traum gehabt, also ich habe einen Traum gehabt, in dem Traum habe ich mir an meinen Vater gerecht, ja, also ich habe einen ganz schlimmen Vater gehabt und in dem Traum habe ich mir an dem gerecht, ja. Ich konnte den Traum kontrollieren, ja, also ich habe, sage jetzt mal so, mit dem Schwert auf meinen Vater eingeschlagen, also wirklich, ich habe, wie gesagt, also aber es war so, ich war halt ziemlich wütend und so und er hat mir auch viel antun, dann auf jeden Fall. Es war ein luzider Traum und im Anschluss auf diesen luziden Traum war es dann plötzlich so, habe dann plötzlich ein ganz anderes Gefühl gehabt. Das war ganz komisch. Im Kopf ging dann plötzlich so eine, wie eine binaurale Töne, so wum, 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 ging so in meinem Kopf. Wum, 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 wum. Mein Gefühl war ganz anders, komisch. Also es war ein ganz anderes Gefühl, aber es war kein schlechtes Gefühl. Also mir ging es gut dabei, ja. Und dann schaue ich plötzlich vor mir und dann sehe ich plötzlich, wie aus meinem Körper zwei Arme hochgehen, aber es waren nicht meine Arme, es waren nicht die Arme von meinem physischen Körper, weil die sind dran gelegen. Es sind zwei neue Arme aus meinem Körper rausgegangen, ja. Und ich habe mich dann immer leichter gefühlt, ja. Und ich habe, also wirklich, es war ein sehr angenehmes Gefühl und ich habe da gar nichts irgendwie gespürt, keine Schmerzen, gar nichts mehr, ja. Bin dann raus, ich habe dann gemerkt, oh, das könnte jetzt eine Strahlreise werden. Das war dann schon, alles klar. Dann bin ich hoch, bin raus aus meinem Körper, das war dann. Die Sacke, das war geil, ohne Scheiß. Ich bin dann raus, bin dann hochgeschwebt und habe dann den Fußboden gesehen bei mir und bin dann so in meinem Zimmer dann geschwebt. Und jetzt ist es so, jetzt war es ja in dem Raum dunkel, aber durch den Astralkörper sieht man alles ein bisschen heller. Also es ist quasi nicht ganz so dunkel, wie man es jetzt sonst im Raum sieht. Also man sieht ja auch nicht alles ganz hell, ja, aber man sieht doch heller irgendwie anscheinend, weil der Astralkörper leuchtet. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe dann auch noch so die Lichter von dem Telefonmodem, das hat er dann auch nochmal geleuchtet und hat dann auch nochmal Licht gebracht. Und so bin ich dann geschwommen, hab dann Fußboden gesehen und auf jeden Fall, da habe ich mir aber dann doch ein bisschen bammelt geht. Also man spürt keine Angst, aber dann haben wir gedacht, hey, kann das sein, dass mit meinem Körper irgendwas nicht stimmt? Kann das sein, dass irgendwie, vielleicht ich gerade jetzt am Abnippeln bin oder so, dass mein Herz gerade stehen bleibt und so? Da habe ich Schiss gekriegt. Dann habe ich gedacht, oh fuck. Ja, dann habe ich gedacht, okay, ich gehe wieder meinen Körper zurück. Ja, habe mir das auch vorgestellt, wie ich dann wieder reingehe. Dann hat es mich wieder reingezogen in meinem Körper. Dann bin ich wieder dran gelegen.
Und dann war es so, dann habe ich meinen Arm, dann habe ich den Arm hochgehoben, also den Strahlarm quasi. Aber der andere Arm, der physische Arm, der ist da liegen geblieben. Da habe ich erst schon Schiss gekriegt, da habe ich gedacht, oh, ich komme gar nicht in meinen Körper rein. Da habe ich gedacht, oh Scheiße, fuck, was mache ich jetzt, gell? Also es war dann so, dann war der Astralarm oben und der physische Arm war unten. Habe ich mich konzentriert, dass der Astralarm nach unten geht. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt probiere ich mal wieder meinen physischen Arm zu oben. Dann war es dann wieder so. Dann war das wieder nur der Astralarm, ja, von meinem Astralkörper, aber der physische Arm ist nach unten geblieben. Dann habe ich das schon Schiss gehabt. Dann habe ich gedacht, oh fuck, hoffentlich komme ich wieder in meinen physischen Körper rein, gell? Aber dann habe ich mich konzentriert, bin dann liegen geblieben und dann so langsam ist der Astralkörper mit meinem physischen Körper noch verschmolzen und so. Und das war eine echt eine krasse Erfahrung. Und das Geile ist einfach, also man hat das Gefühl, dass man mit dem höheren Selbst verbunden ist. Man sieht Dinge viel klarer. Ja? Man merkt plötzlich, was im Leben wichtig ist und was nicht. Also man denkt über die Sachen ganz anders nach. Also das ist eine total geile Erfahrung und ich kann es nur jedem empfehlen. Leute, lernt Astralreisen. Das ist geil, das ist abartig geil, das ist super. Wenn es gibt da auch keine Gefahren, also es gibt eigentlich das Einzige, was, sagen wir mal, Leute haben für Problem oder was sie schon mal geschildert haben, dass zum Beispiel da bösartige Wesen sind, also so wie Dämonen und so, und dass die irgendeine Angst mehr hat. Es ist auf jeden Fall aber so, dass der Astralkörper, dass dem nichts passieren kann. Man spürt auch keine Schmerzen oder gar nichts, ja. Und man ist ja quasi nur Geist, man ist ja nur, ja, Geist einfach. Und man kann einfach, also man kann auch jederzeit in seinen Körper wieder zurück. Ja, das ist ja gar kein Problem. Und da habe ich ja zum Beispiel, einer hat das so kommentiert, dass er das so Wesen gesehen hat in der Astralreise, aber hat dann noch zugegeben, dass er Horrorfilme anschaut. Also das ist, da muss ich sagen, selber schuld. Das ist ja kein Wunder, ja, wenn man Horrorfilme anschaut, ja. Wenn man sich dann schon mit so Horrorwesen beschäftigt, dass die dann erscheinen, also es liegt ja immer an einem selber, ja, ob man das anzieht, ja, irgendwo so, diese bösen Wesen oder so, ja, manchmal ist es auch der Ausdruck der Ängste, was man dann hat, ja. Auf jeden Fall, das ist, Astraltechnik ist, also ist wirklich so Superman-Technik, würde ich es echt sagen, ja. Also man fühlt sich wie Superman, es ist geil, das ist ein geiles Gefühl, ey. Echt heftig. Nee, es geht wirklich. Also, ich verarsche nicht. Das ist wirklich. Ihr kennt ja das. Schaut ja bei YouTube die Videos an. Astralreisen, Marco Hümer. Ja. Macht ihr selber ein Bild. Ja. Also, es ist auch, was er sagt, ist für mich, das ist absolut logisch. Das macht Sinn. Ja. Das ist eins und eins ist zwei. Eins und eins ist zwei ist einfach von der Logik her die Wahrheit. Alles andere ist Lüge. Ja. Falsche Rechnung. Eins und eins ist fünf ist falsch. Ja. Also, ich denke halt logisch. Ja. Ich höre mir das an und denke mir, okay, ist es logisch? Macht es Sinn? Ja, es macht Sinn. Ja. Ganz einfach. Ganz einfach. Und wie gesagt, das sind halt so die ganzen Themen. Also, Chakren-Meditation gibt es in Meditation. Ja. Es gibt zum Beispiel auch eine geile Meditation, was ich gemacht habe, war die Gottesmeditation von Marco Hümer. Die war auch echt krass. Also, das ist echt super, super Meditation. Hat mich auch super weitergebracht, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen, hat mir sehr gut getan. Ja, entspannt und alles. Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich einfach mit der Göttlichkeit verbunden bin. Was immer das auch ist, was wie man das auch immer bezeichnen kann. Universum, Gott oder Göttlichkeit. Ist ja scheißegal, spielt doch gar keine Rolle. Ja. Auf jeden Fall, das ist jetzt auf jeden Fall mein Themenbereich, mein Hobby, was ich mir jetzt auch intensiv beschäftigen möchte, mit genau diesen spirituellen Themen, was ich aufgezählt habe. Also, da habe ich nicht mehr jetzt auch Zeit, weil ich habe jetzt auch so viel mit Politik beschäftigt. Ich habe mich reingesteigt, und hab da gemerkt, dass mir das jetzt auch sehr viel Energie kostet hat. Also, von mir kann keiner behaupten, dass ich nichts gegen die Rechten, gegen die böse Macht in der Politik, nichts getan hätte, weil ich habe viel gemacht, ja, viel postet, ich habe viel Leute aufgeklärt, diskutiert, ich habe auch früher viel Flugblätter verteilt, demonstriert, alles Mögliche. Es muss auch mal gut sein, entweder bringt es was oder es bringt halt nichts, dann kann ich auch nichts machen, ja. Auf jeden Fall, da geht es um, bei den spirituellen Themen, da geht es um meine Persönlichkeit. Ja. Also es geht auch um Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja so ein fließender Bereich, so auch wie sagt man es, so Volksseminare und Spiritualität, das geht ja immer so fließend über und so, das ist ja alles schon miteinander verschmolzen und verwoben und das kann man doch nur nutzen. Also ich meine, finde ich schade, dass sich so wenig Leute damit beschäftigt. Also es kann wirklich nur Nutzer, ja. So Geschichten, was der erzählt dann auch von seinen Astralreisen, das ist dann so, dass es eigentlich Außerirdische sind, eigentlich nur Seelen, die auf einem anderen Planet reinkarniert sind. Aber in Wirklichkeit sind wir mit den außerirdischen Seelen alle verbunden. Ja, das erzählt er so in dem Video. Ja,
Und wie er das erzählt, dass er am Anfang, er hat zum Beispiel, er wollte unbedingt mal auf einem anderen Planeten eine Technologie sehen. Und dann hat ist er ewig lang durch das Universum kreist und hat keinen Planet gefunden, wo Leben existiert. Da hat er gedacht, okay, ich bin doch ein Depp, weil der geht doch halt auf eine andere Ebene, eine andere Dimension quasi, ja, wenn man so will. Das hat er dann gemacht, ja, ist er auf eine andere Ebene, eine Dimension, ist er dann kreist und dann auf einmal hat er einen Planeten entdeckt, wo Leben existiert, ja. Und Außerirdische, die ganz anders leben, die ganz andere Philosophie haben, die ganz anders, also das sind Außerirdische zum Beispiel, bei denen gibt es keine Drogen, kein Alkohol, die brauchen das alles nicht. Die essen nicht einmal, die essen nichts, die essen nur, die essen Licht. Lichtenergie nehmen die auf, ja. Das erzählt er so. Und da kommt der Außerirdische und sagt zu ihm, wisst ihr, was euer Problem ist? Der war halt auch jemand, der schon auf der Erde reinkarniert ist, ja. Und dann sagt er so, wisst ihr, warum ihr so viel leidet? Ja. Ah, der Marco Hümers dann so überlegt, als er da hingereist ist. Keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, ja, weil ihr zu viel esst. Ihr esst zu viel. Wir essen gar nichts. Ja. Und das stimmt auch. Jetzt überlegt es mal ganz genau. Durch das, dass wir essen, ja, verbrauchen, also da müssen zum Beispiel Tiere leiden. Ja. Da wird Energie aufgewandt. Wir verbrauchen Geld durch das, dass wir essen. Stell dir mal vor, du müsstest nicht mehr essen. Wie viel Geld würdest du einsparen? Hey, wäre gigantisch, wäre doch geil. Stell dir mal vor, die Unabhängigkeit. Der Staat könnte dich nicht mehr so kontrollieren, weil du brauchst ja nichts mehr zum Essen. Da wird es für den Staat schwierig, dich in der Abhängigkeit zu halten. Ja. Also, das wäre jetzt auch so ein Punkt. Selbstversorgung zum Beispiel oder eigener Strom produzieren wäre jetzt auch ein Punkt, wo man sich vom Staat unabhängig machen könnte. Aber zu weniger essen zum Beispiel. Je weniger du isst, müssen andere schon wieder nicht leiden, muss schon wieder weniger gearbeitet werden. Ja? Und ich nehme mich selber damit ein. Ja, ich sehe es ja, ich habe auch eine Wampe gekriegt. Ja, ich esse auch zu viel. Ich esse zu viel. Leute, meine Eltern haben mich auch vollgestopft früher mit dem ganzen Fraß und so, mit dem fetten Essen, mit dem Fleisch und so weiter. Und ich bin dann auch, der Magen hat sich ausgedehnt. Ja, und wie ist sie jetzt? Ey? Ja, ich esse viel zwei. Warum? Ja, der Magen ist überdehnt. Ja, aber ich könnte eigentlich weniger essen, dann brauche ich weniger Geld. Ich habe Geld für was anderes. Ja. Genauso ist es auch. Wir essen zu viel. Ja, wir sollten wenig essen. Stimmt, natürlich die Frage, können wir die Frage, ja, was können wir tun? Ja, wir könnten schon mal unsere Kinder dazu bringen, dass sie weniger essen. Wir trainieren den Magen, trainieren, dass er kleiner wird. Ja, schon bei den Kindern anfangen. Weniger essen. Und wo er das gesagt hat, wo der Marco Huber das zu mir gesagt hat, da ist mir das Licht aufgegangen. Und habe ich gedacht, ja klar, stimmt ja. Logisch, es ist eins und eins ist zwei. Logisch, absolut logisch. Was ich machen werde, wenn ich zu Geld komme, dann lasse ich meinen Magen verkleinern. Das mache ich auf jeden Fall. Ich lasse meinen Magen verkleinern. Ich will weniger essen. Es kostet nur Geld, die Scheißfresserei. Ja? Was will ich denn? Ich kenne schon alle Geschmacksrichtungen von allen möglichen Essen. Was will ich denn noch? Was will ich denn so viel essen? Essen ist Scheiße. Essen macht ja nur abhängig. Ja, es ist so. Es ist so. Es ist zwar ein befriedigendes Gefühl, aber es ist halt wie eine Droge. Ja? Es kostet Geld. Ja? Es kostet Energie. Ja? Macht euch unabhängig, ja, also, und wie gesagt, das sind alles, ja, sind alles so Themen, wo ich sage, ey, echt toll, super Sache. Also, schaut euch das an, wie gesagt, Higher Mind, zum Beispiel vom Andreas Schwarz, der ist ja der Higher Mind bei YouTube, der hat sehr viele interessante spirituelle Themen, auch viele Meditationstechniken, also geführte Meditation, ja, und Marco Hümer, ja, der macht auch sehr viele spirituelle Themen, auch sehr viele geführte Meditationen. Sein Hauptthema ist Astralreisen. Ja, das ist also quasi schon Astralreisen-Guru, kann man sagen. Ja, also das ist schon voll der Crack, kann man schon sagen. Also der ist schon voll weit, der hat ein Bewusstsein, das ist gigantisch. Ja, das ist schon voll weit oben, das ist Wahnsinn. Ja. Also, das ist auch toll, wenn man dem zuhört. Der könnte jeden Tag in die zuhören. Genial, genial. Marco Hümer, der Mann ist super. Ja. Also, kann ich nur empfehlen. Ja. Ich tendiere sogar ein bisschen mehr zu Marco Hümer wie zum Higher Mind, aber auch nur ein bisschen, weil bei dem Marco hat noch ein bisschen erfahren, noch ein bisschen, ja, geht's, wenn ihm erklärt das auch ein bisschen organisch, während Andreas Schwarz, also von Higher Mind, das vielleicht ein bisschen. So ein bisschen zu sehr wissenschaftlich erklärt, aber das ist aber auch nur minimalste positive Kritik. Also wirklich, die sind beide genial. Sehr große spirituelle Lehrer, die ihn echt weiterbringen. Ja. Und das sollte uns eigentlich alle interessieren. Es ist ja so im Leben, gut, wenn man in der materialistischen Welt lebt, man macht auch so seine Erfahrungen. Ja. Also selbst einer, der total materialistisch ist, jemand, der Bildzeitung liest, so halb bis so auf sich Schweinshaxe frisst,
sogar der macht Erfahrungen, ja, aber bloß halt viel leidvoller. Das ist halt alles so leidvoll in dieser materialistischen Welt, so mit Angst verbunden, mit Aggression verbunden, mit Gewalt verbunden, ja. Und da frage ich mich, warum nicht gleich den direkten Weg? Warum nicht gleich den Weg nehmen, wo ich mein Bewusstsein viel schneller auf eine höhere Ebene bringe, ja? Und das mit viel weniger Leid oder sogar ganz ohne Leid, ja? Indem ich meditiere, indem ich mir Bücher lese über Astralreisen, Meditation, buddhistische Philosophien, ja? Und indem ich einfach so Videos anschaue, ja? Und da brauchen wir keiner kommen, das ist doch nur Geldmacherei und so weiter. Nein, Quatsch. Dann guckt euch die Videos an, das kostet 0 Cent. Ja. Das habt ihr sowieso. YouTube hat jeder, der Internet hat. Also von dem her, das ist eine Ausrede. Ja. Das ist einfach Unsinn. Ja. Also, das wollte ich nochmal sagen. Wie gesagt, spirituelle Themen ist jetzt so mein Weg, ja, um mein Bewusstsein auf eine höhere Sphäre zu bringen. Und das ist toll einfach, das tut nur gut, ja. Ich kann es nur gewinnen, ja. Wie gesagt, Astralreisen, das ist eine Superman-Technik. Ich fühle es so wie Superman, ey, das ist genial. Das ist eine Supermenschen-Technik. Ich kann es zum Superman machen, ja. Und es ist wirklich okay, es ist wirklich sauber. Es ist wirklich, es hat ja was mit Göttlichkeit zu tun. Die göttlichen Mächte wollen das auch, dass man diese Astraltechnik macht, weil die auch wollen, dass der Mensch sein Bewusstsein erweitert, ja. Erfahrungen gewinnt, positive Erfahrungen, ja. Und welcher Gott hat was dagegen, wenn der Mensch sein Bewusstsein erweitert? Glaubt ihr, dass dann jemand ist, der sagt, boah, du machst das Astralreise, das bestrafe ich jetzt, ja. Das wollen vielleicht manche christlichen Sekten, oder manche Sekten einem vielleicht einreden, aber das ist totaler Humbug, ja. Also da ist nichts, wo man Angst haben braucht. Es sei denn, es hat jemand wirklich als Psyche, die nicht sehr stabil ist, und trifft dann vielleicht so auf so böse Wesen, was sehr unwahrscheinlich ist, aber könnte ja sein und so. Und dann würde ich vielleicht sicherheitshalber dann abraten, aber ansonsten, es ist absolut okay. Das ist absolut, ihr würdet sehen, ihr macht so eine Strahlreise, wenn ihr die Ängste, tun wir sozusagen, fast vor Fabi Angst gehabt. Aber, schmaler, ja. Und das wird auch immer mehr, es wird auch immer mehr kommen. Es wird auch immer mehr kommen. Es werden immer mehr Leute sich mit Astralreisen beschäftigen, die Techniken anwenden und das dann auch machen will. Wie gesagt, das wird immer, das ist einfach, es kommt da immer mehr, ich sehe da auch immer mehr Videos zu dem Thema. Also das Interesse ist da sehr, sehr groß und da hoffe ich auf eine sehr positive Zukunft, ja. Und ich glaube, das haben ja auch die Menschen auch schon früher, das weiß man, die Geschichte auch schon früher schon oft betrieben. Das waren dann die ganzen Zauberer, die ganzen Heiler, die ganzen Propheten. Ja, die haben, da weiß man auch von Astralreisen Berichte. Also das ist auch so absolut nichts Schlimmes. Also das ist im Gegenteil. Ja. Es hilft den Menschen, sowas zu machen. Okay, das war's mal soweit. Ja. Ihr könnt mir mal kommentieren, was ihr davon haltet, was euer spiritueller Weg ist, wie ihr euer Bewusstsein erweitert. Und ich würde es freuen, wenn ihr mir ein Gefällt mir gebt und das Video teilt. Und bitte auch den Kanal abonnieren. Ich bin der spirituelle Anarchist. Und ja, das war's mal soweit und bis bald. Macht's gut.